Juhu, meine sehr verehrten Damen und Herren, und herzlich willkommen zurück zu Donkey Kong Country Returns, dem wunderbaren Donkey Kong Spiel, wollte ich sagen. Ja, Lost, natürlich ist das ein Donkey Kong Spiel. Wir sind wieder zurück und kommen sogar hier hoch. Oh, da ist Diddy in weiß natürlich. Nur wahre G's spielen den weißen Diddy und verlieren ihn auch gleich wieder. Wahrscheinlich. Oh, hab mich vielleicht... bisschen lost jetzt angestellt. Hier gibt's wieder eine Kanone. Alles klar. Alles klar. Boah, hier muss ich mich auf ganz heavy stuff einstellen. Gib mir ein Herz. Bitte, hallo, geh doch runter. Donkey Kong, du Affe. Oh, oh boy, let's go. Lecker, schmeckotastisch. Es geht energiegeladen los hier auf jeden Fall. Geisteskrank, was hier schon wieder abgeht. Nur wie ich nach da hinten komme, das weiß ich aktuell noch nicht. Da ist ein Fass drin. Called it. Oh ja, wir müssen uns auch rüberballern. Lost. No, 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 no. Imagine. Ich hätte geheult. Och, du bist so ein Haifisch. Wirklich. Take it. Es fühlt sich actually, believe it or not, gut an. Ich habe ein gutes Gefühl bei dem Level. Auch wenn wir einfach schon 300 Mal jetzt... Wieso jumpt er nicht? Wobei, gar kein Stress für uns. Okay. Da ist ein Bonus. Okay, let's go. War entspannt als, als die ein oder anderen letzten Boni, die wir hatten. So, hier können wir pusten. Das habe ich gerade schon beim Reingehen gesehen. Let's go, Bananen. Brauche ich nicht. Brauche ich tatsächlich auch nicht, aber wer weiß, was uns jetzt gleich noch erwartet. Ist das das Ziel? Scheinbar schon, dann brauchen wir das Fass ja auch nicht. Und natürlich kommen wir nicht nach oben. Wer hätte das erwartet? Oh boy. Können wir auf diese Sandfässer drauf? Fässer? Doch, sind Fässer. Ja, okay. Das G sieht ja zu sympathisch aus. Da hat man ja direkt Bock, es nicht einzusammeln. Okay, hoch. Egal, hoch, hoch, hoch. Let's go, let's go, let's go, haben wir. Und wir fahren weiter hoch. Let's go, nächstes Puzzleteil. Also bis jetzt relativ, ich würde sagen, entspannt. Ja, let's go. So muss das, wenn es heute so gut läuft, die ganze Zeit, dann habe ich mega Bock auf diese wunderbare Episode. Peaceful Pier ist das nächste Level, dem wir uns wunderfantastisch stellen. Ich habe Bock. Ich hoffe auch, wenn ihr genauso Bock habt, lasst auf jeden Fall ein Abo unten, like da Abo, dann werdet ihr straight up immer benachrichtigt. Und Like würde mich einfach freuen. Dann weiß ich, dass euch das genauso gut gefällt wie mir. So, perfekt. Was haben wir hinten? Das sieht doch sass aus. Nein? Okay, ich dachte, das sieht sehr sass aus. Da ich, wie ihr wisst, das Ganze nicht mit einer B-Remote spiele, nein. Oh, nein. Oh, die Musik. Ich habe sie schon vermisst. Goofy. Okay, wir haben das K. Geh um, es gibt Haie. Okay. Aber ich kenne mich ja mit diesem wunderbaren System hier schon sehr, sehr gut aus. Let's go. Deswegen sollte das hier eigentlich kein Problem werden. Trotzdem, ich liebe Raketenlevel. Sie sind der größte Müll. Ich hasse sie. Sie sind so garbage. Ich wünschte, es gäbe sie nicht. Aber sie machen immer Spaß, weil es halt immer was Neues ist. Wirklich. Die wiederholen sich nicht. Ich weiß, das Konzept ist immer gleich. Aber die Idee ist einfach insane. Okay, ein bisschen ausweichen. Das sollte doch entspannt sein. Kann es sein, dass das gerade nicht mit 60 FPS läuft? Das fühlt sich ein bisschen hakelig an. Boah, das war sehr gut eingesammelt. Ich glaube, wir haben eine Ampel verpasst. Da gäbe es noch ein Puzzleteil für. Ah, das ist nur ein Puzzleteil. Ich dachte, das sei ein Buchstabe. Die Puzzleteile sind ein bisschen lame. Weil die halt, zweimal am gleichen Ort sind. Einmal oben, einmal unten und so nah beieinander. Das finde ich eher wack. Boy? Holy cow. Haben wir es gefirst tried? Guys, ich möchte es nochmal erwähnen, ja, für die, die es vielleicht gerade vorher nicht mitbekommen haben, ja. Für jeden, der bei dieser komplett krassen Leistung kein Abo da lässt, ja, der ist einfach ein wacker Mensch. Wir haben es damageless gemacht, guys, ja. Damageless, das heißt, wir haben keinen Schaden genommen. Ey, wenn ich bedenke, ich glaube, bei das, bei dem Level, ich kann mich an dieses Level erinnern, weil Raketenlevel habe ich noch nie geschafft. Also damals, als ich Donkey Kong Country Returns gespielt habe,
Deswegen ist es immer wieder eine wunderbare Wonne, wenn ich sowas dann jetzt einfach straight up Damage-Schluss schaffe. Wir wollen den Key. Aber damit öffnet sich genau dieser wunderbare Weg für uns. Ein Zusatzlevel schaltet sich uns frei. Welches? Oh, erst viel später kommt. Ich dachte, das käme jetzt schon. Dann schauen wir doch erstmal Cannon Cluster an. Das klingt auch interessant. Und darum, das Game ist mal wieder ultra laut auf meinen Kopfhörern. Ist insane. Ich vergesse das manchmal, weil ich nehme ja verschiedene Videos auf. Falls ihr es nicht wisst, ich bringe ja nicht nur Donkey Kong, sondern auch Paper Mario, die New Reviews und so. Und alle Games sind straight up unterschiedlich laut. Deswegen sind meine Kopfhörer immer unterschiedlich laut eingestellt. Und dann bist so ein blödes Krabbenviech, wirklich. Leute, man kann die umwerfen? Ich dachte, das geht nur bei den roten. Let's go, nehme ich mit. Sind hier Krabben drin? Das sind, glaube ich, mit meinem krassen Halbwissen sind das auch Krabbenfallen. Wusstet ihr, dass die große Krabbe auch eine Krabbenfalle ist? Oder Hummer? Ich habe keine Ahnung. Sind Hummer und Krabben nicht das gleiche? What the hell ist dieser Jump hier jetzt? Wie geht das, dass ich da durchfalle und dann tot bin? Ich war auf den drauf. Okay. Okay. Okay, heute ist wieder die Skill-Folge am Start. Damn. Also mit Diddy können wir einfach durchrushen. Wie, weiß ich nicht. Ja, also war ist insane. Das macht uns das Leben einfacher. Hallo, Mr. Rote Krabbe. Ich puste einfach mal. Ah, das ist wirklich nur für das Fass da oben. Das habe ich schon gesehen. Nur, ich war mir nicht ganz sure, wie man hochkommt. Aber jetzt wissen wir es. Let's go ist wieder nur ein Bonus wahrscheinlich. Exactly. Es war knapp. By the way, falls ihr es nicht gesehen habt, hinter mir war noch eine Plattform, auf der man stehen kann. Aber ich, der ist nicht stehen geblieben. Damn. Hier geht die Party ab, wirklich. Ist ja krass hier. Pyrotechnik ist am Start. Muss da was gegen throwen. Dieses Fass. Shazam. Ich kann aber stehen, okay. Man weiß nie, Guys, man weiß nie. Seid lieber zu vorsichtig, gerade in Donkey Kong spielen. Let's go. Let's go. Und let's go. Und vor einem Sprung immer rollen wegen Distanz und so. Ich glaube, da wisst ihr aber auch, What the hell? Oh mein Gott. Beruhigt euch doch mal wieder. Oh. Wollte ich eigentlich gar nicht. Damn. Okay, durch. Nintendo übertreibt es aber auch. Wie komme ich da hoch? Let's go, hier ist das Ziel. Wichtig. Sehr, sehr wichtig. Also heute haben wir mal wieder eine Folge. Da geht's richtig, richtig gut voran. Und das ist auch was, das freut mich. Ich find's einfach nice, wenn es auch mal gut vorangeht. Alle KNGs bisher wunderbar. Wunderbar wie Magie. Da wundert man sich nämlich auch immer. Kein Plan, was ich sagen wollte. Lass mich weitermachen. Stormy Shore, nächstes Level. Ich bin schon wieder komplett... Ach, lass mich. Es ist warm. Wir schieben es wie immer auf die Hitze, Guys. Ihr wisst Bescheid. Da wären wir auch schon im nächsten wunderbaren Level, was wir heute bestreiten werden. Ich habe wie immer Bock. So, skippen wir die Cutscene. Die haben wir jetzt oft genug gesehen, glaube ich. Die schauen wir uns nur noch an, wenn wir auf in neue Welten gelangen. Weil da gibt es immer eine kleine Intro-Animation, wo wir ein bisschen so die Welt sehen und kennenlernen dürfen. Das Licht sieht sass aus. Ja, es bewegt sich bloß. Okay. Hier wäre der nächste Buchstabe und ein paar... Wait a sec, hier geht's doch noch weiter runter. Oh ja, komm mal mitnehmen. Warum nicht? Wenn es einem geschenkt wird. Ey, I mean... Bam, bam. Und dann sind da oben nur Bananen. Ich dachte, da gäbe es jetzt was Krasses. Woher kamen die? Wir sind gar keine Blöcke, die dies feuern können. Die spawnen einfach out of nowhere. Oh, what? Gut, Dings haben wir so. Immer doppelt aktivieren. Okay, es sah aus. Immer doppelt aktivieren die Dinger, weil auch vorher kam ja schon ein wunderbares. Ah, ja, machen wir. Oh nein. Oh nein. Tentaklaus oder wie er heißt. Boy, du siehst mich gar nicht. Das Wasser sieht richtig cringe und wack aus. Also. Da bin ich jetzt aber auch schon insane enttäuscht. What?
What? Ich weiß nicht so ganz, wie das hier funktioniert. Keine Ahnung. Ich check's nicht. Puzzleteil? Wenn's die gibt, kann man sie auch mitnehmen, so. Okay, mit Didi fühle ich mich hier. Mach doch deine blöden Scheren runter! Hallo! Okay, haben wir. Ich glaube, der schlägt hier die Sachen kaputt. Oh! Na, das ist nicht euer Ernst. Aber hier ist direkt ein Checkpoint. Okay. Und ich weiß auch schon, wo wir als nächstes sterben werden. Okay, safe. Boy. Och, bitte, mach doch nicht diesen jetzt. Essen, essen, essen. Blödes Puzzleteil. Weißt du, was kein Mensch braucht? Smart. Okay, immer bis zu den Bananen. Und dann ein Switch. Ja, da unten, das ist eine Coin. So dringend brauche ich die jetzt auch nicht. So, weg mit euch. Nein, da wäre ein Puzzleteil gewesen. Es ist mega stressig. Bitte töten Sie mich nicht, Herr Tentaklaus. Der heißt legit Tentaklaus. Gönn doch ein Herz. Das ist jetzt nicht passend. Das ist nicht euer Ernst jetzt. Ich muss hier ohne Herz durch. Oh boy. Checkpoint. Ich liebe dieses Spiel so sehr. Bestes Spiel, wo gibt in Welt. Nächster Buchstabe. Zu... Oh mein Gott, war das knapp. Ich hasse mein Leben. Es ist auf jeden Fall wie immer ganz interesting, was hier doch so Spaßiges und Spannendes passieren kann. Ich will nicht mehr. Guys, wir sind in Welt 2. Ich habe so Angst vor den noch kommenden Welten. Blowhole Bound heißt das Ganze. Ich habe Angst vor jedem Level, was eigentlich gerade kommt. So, es ist immer so eine Sache. Aber das war gerade echt heavy. Das Level. Aber es war cool. Es war cool. Ich mag diese Ideen. Donkey Kong halt, der hat immer neue Ideen. Jedes Mal aufs Neue. Das macht Donkey Kong auch so unique in meinen Augen. Ich werde das wahrscheinlich noch 100 Mal im Laufe der ganzen Episoden sagen. Aber es ist einfach so. Also, im Vergleich ist Mario halt eine Gummiluftpumpe. Jetzt mal real talk. Vielleicht in Sachen Schwierigkeit ist es was anderes. Aber auch wenn Donkey Kong jetzt als schwer gilt, ich finde, Donkey Kong ist halt immer fair. Und das, was, das ist schwer vor allen Dingen zu handeln. Also es gibt viele Spiele, die sind schwer und nicht fair. So. Ein anderes Spiel, was zum Beispiel diese Mechanik ganz gut macht, ist Cuphead. Cuphead ist ein Spiel, das ist bockschwer, aber immer fair. Dark Souls auch. Aber es gibt dann halt so Levels vor allen Dingen. Es gibt dann halt so, Games, die sind dann einfach nur schwer, weil es sind halt Level, da wird Gegner gespammt oder so. Dark Souls 2 Husten. Aber, I mean, es ist einfach krass, wie gut Donkey Kong diese Balance hinkriegt. Zwischen Fair und Schwierigkeit. Der hat mich so gegettet, der hat mich so gegettet. Okay, was können wir hier machen? Ein bisschen die Kongo-Bongo-Drüse-Dongo. Ah, oh, das muss doch so wehtun. Für die, die es gerade nicht gesehen haben. Ich komme nicht hinterher. Der Dude hatte einen Anker in dem Loch von seinem Kopf drin, wie da, wo Wale halt ihr Wasser rauspusten. Vor allen Dingen, jetzt habe ich gar keine Probleme. Ja, nee, vergiss es. Ignorieren wir das. Wir versuchen, auf dem Wal zu bleiben. Ja, aber, hä? Also, die Physics auf dem Wal sind so verwirrend. Die Jump-Physics sind so broke. Jetzt bin ich gerade enttäuscht ein bisschen von der Steuerung. Und hier ist die Steuerung dann wieder völlig normal. I don't get it. Oh, das sind Pins einfach. Wie cool ist das denn? Zack, umgerollt. Point. Checkpoint, sehr, sehr wichtig auf jeden Fall in dem Level. Das Level macht nämlich gar keinen Spaß. Saß. Und ein Didi. Nehme ich mit. Oh, der war schon nice. Sagt ehrlich, der war nice. Hier zum Beispiel, ich fliege 100 Kilometer nach hinten. Der Wal macht alles kaputt.
Bitte hör doch auf. Mr. Wahl, kommen Sie wieder. Supi, danke schön. Keine Ahnung, wie ich da hätte hochkommen sollen. Egal, spiele ich das Level halt gleich nochmal komplett neu. Wahrscheinlich werde ich hier getroffen. Das Herz nehme ich safe nicht mit. Keine Zeit dafür. Hier wieder ein bisschen fast sein. Trotzdem auf den Whale waden. Wir können uns an seinem Loch hochfeuern. Und somit dann noch an höher gelegenen Ort kommen. Okay, Herz. Ballon. So wichtig, die Ballons. Nein! Wenn ich da jetzt gestorben wäre, instant skip. Okay, wir müssen auf jeden Fall noch ein Puzzleteil nachholen. Die Steuerung in dem Level ist richtig wack, weil ich weiß es nicht. Keine Ahnung, aber die Steuerung auf dem Wall ist komplett cursed und kaputt auch. Okay. Tidal Terror ist das nächste Level, das wir bestreiten, nachdem ich jetzt beide Buchstaben noch nachgeholt habe. Hat nicht lange gedauert, war first try beides, weil wir wussten jetzt ja, wie es geht, dass wir uns mit diesem Loch hochpusten können. Und das Level sieht direkt cool aus, weil wir haben Sturm schon wieder. Und diese Sturmmusik ist auch cursed. Okay, Gimmick direkt verstanden. Boy, 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 boy. Ich glaube, ich muss immer... Damn, das wird heavy. Boy, boy, boy. Oh, das geht sogar kaputt. Damn, 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 damn. Also entweder machen wir hier den Supersprint durch. Okay. Lieber ducken. Lieber einmal zu viel ducken, wie einmal zu wenig, so. Ihr wisst Bescheid. Okay, hier ist schon das O. Taken wir. Oh boy. Ich habe Angst, dass uns das nicht nur Damage gibt, sondern instant tötet auch noch. Ein Puzzleteil. Was will ich damit? Ein Herz. Oh nein. Oh nein. Checkpoint. Wichtig. So hart wichtig. Hier trifft uns das nicht, oder? Dumm. Komplett dumm, wenn ich da durchrenne. Da unten wird nichts drin sein, was uns hilft. Ah, okay. Mit Didi. Ein Rollsprung. Genau, genau. Oh mein Gott, dieses Level ist grauenhaft. Ich hasse es. Von ganzem Herzen. Okay, weiter. Hier sind wir safe. Okay, wir machen den down. Nicht zu hoch hüpfen dabei. Wunderbar. Jetzt kann es aber auch gerne vorbei sein. Das war ein komplett unnötiger, dummer... Nein, das geht durch die Fenster. Ich hab's nicht gesehen. Nein. Okay, dann nochmal. So, diesmal sind wir hier besser gewappnet. Riesenkiste. Da ist das Ziel drin. Wir sind so kurz vor dem Ziel gestorben. Boah, das ist jetzt auch schon peinlich. Aber damit wir auch das Level geschafft haben, war mega nice. Und Guys, wenn ihr jetzt richtig krasse Gaming-Fakten sehen wollt, checkt dieses Video hier ab. Lasst ein Abo und ein Like, damit mich überfreuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.